Hamsau Weger, Moritz Kranz und Alex Schuler vom Team Mühlner Motorsport heißen die Sieger des 2017er Saisonauftaktes der Cayman GT4 Trophy bei Mantai Racing im Rahmen der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Frühlingserwachen zum morgendlichen Zeittraining. Pünktlich zum Saisonstart zeigte sich die Eifel von ihrer besten Seite. In die zweite Trophy-Saison ging neben den altbekannten Teams mit Sorg Rennsport und Schmickler Performance zwei neue Protagonisten. Wir haben halt mal das Mittelfeld angepeilt dieses Jahr und mal schauen, wie wir dann zurechtkommen. Das erste Kräftemessen der Mittelmotorrenner entschieden die Mühlner Piloten Kranz, Ovega und Schuler für sich. Zeitgleich sicherte sich das Trio damit auch den ersten Punkt im neuen Saisonjahr. Es geht einfach darum, wir müssen die Autos ganz lassen und die sollen keine Attacke reiten. Ich fahre fair und wenn die schneller sind, dann sind sie vorbei und ansonsten fahren wir einfach ein faires Rennen, das ist wichtig. Hinter den Polesettern qualifizierten sich Martol Racing mit Adolfo Vaquez, Marc Kalwert und Hendrik Still sowie der Teichmann Racing Cayman mit Daniel Bohr und Moritz Gusenbauer. Ja, also an der Spitze wird's eng. Wir geben natürlich unser Bestes und hoffen, dass wir am Ende vom Tag ganz oben auf dem Treppchen stehen. Aber 4 Stunden sind lang, man kann nie wissen. Bereits im Startgetümmel wurde es eng für Schuler im Mühlner Cayman. Die Kollision mit einem Fahrzeug aus einer anderen Klasse blieb für ihn jedoch zum Glück folgenlos. An der Spitze tobte auf den folgenden Kilometern ein fairer und zugleich spannender Zweikampf zwischen dem Mühlner Pilot Schuler und Still im Martol Cayman. Noch auf dem Grand Prix-Kurs der Führungswechsel. Schuler gab dem Druck von Still nach und ließ den Martol-Piloten in Führung ziehen. Doch bereits 2 Runden später holte sich Schuler Position 1 zurück. Auch hinter der Spitze bestimmten packende Kämpfe den ersten Saisonlauf. Unter den Augen der zahlreich an den Nürburgring gereisten Fans bot die Cayman GT4 Trophy bei Mantai Racing Motorsport pur. Nach dem ersten Reigen der Boxenstops noch immer viel Bewegung im Feld. Teichmann Racing Pilot Gusenbauer lauerte hinter dem Mühlner Porsche und übernahm zur Halbzeit des Rennens die Führung. Dahinter dezimierte sich das Trophyfeld im Laufe der zweiten Rennhalbzeit. Ausfall sowohl bei Max und Jens von Gatspeed sowie Unfälle gleich 2er Teichmann-Fahrzeuge. Der verbliebene Teichmann Cayman von Bohr und Gusenbauer verlor in der Schlussphase erst die Führung und rollte anschließend sogar aus. Nach dem Ende der 4-Stunden-Distanz fuhr somit das Mühlner Motorsport-Trio Kranz, Ovega und Schuler seinen ersten Trophysieg ein und holte zudem einen Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde. Hamza Ovega sicherte sich dabei außerdem Platz 1 in der neu geschaffenen Amateurwertung. Vom Ergebnis besser geht's nicht. Also das war natürlich auch unsere Vorstellung am Anfang. Platz 2 ging an die Martol-Mannschaft mit Marc Kalwert, Adolfo Vaquez und Hendrik Still. Bei einem 3. Endrang feierte das Team Schmickler Performance einen gelungenen Einstand in der Trophy. Dahinter kam der Gatspeed Porsche von Möhlig, Aston Laub und Puttmann ins Ziel.